Hallo und herzlich willkommen zum Part 2 von Craft the World. Ja, beim letzten Mal haben wir ja ein bisschen angefangen und haben uns bis zu 4 Zwerge hochgearbeitet und haben sogar auch gleich eine Aufgabe erfüllt. Mensch, Mensch, Mensch. Sachen gibt's. So, guck mal, wir haben hier irgendwie Alter. richtig viele Raupen. Ich weiß auch nicht, wo die alle herkommen, ne? Die bringen zwar nur ein bisschen Erfahrung, soweit ich jetzt gesehen habe. Naja. Braucht man nicht wirklich. Judy, wir wollten. Oh, was macht er denn hier? Er kommt anscheinend nicht weiter. Okay. Okay. Besser für uns, würde ich sagen. Wenn er nicht zu uns kommt. Oh, guck mal, was ist das denn für ein Vieh? Sieht auf jeden Fall gefährlich aus. Sagen wir mal so. Okay, hier dann nachher am Rand ist nichts mehr. Okay. Oh, was ist denn hier oben los? Da mache ich meine Farm auf. Guck mal, hier sind richtig viele von diesen Raupen. Ich glaube, die bringen, na, sagt mal schnell, Wolle. Jo, guck mal, hier oben sind die ganzen Bäume. WTF. Muss man hier solche richtig fetten Leitern überall hinpacken? Na gut. Hier machen wir erstmal nochmal den Sand weg. Wo ist unser Zuhause? Ja, habt ihr denn jetzt mal ein bisschen Holz gesammelt? Wir wollten eigentlich solche Holzfalltür wollten wir bauen. Genau. So, und haben dann auch gleich ja, wieder eine Quest geschafft und einen neuen Zwerg. Mensch, und gleich eine Steinspitzhacke. Perfekt, dann brauche ich die nicht. Super. Jo, genau dafür braucht man nämlich die Wolle. Für diese Seile. Und für die Seile braucht also die Seile braucht man, um diesen Rucksack zu craften. Das ist eigentlich relativ praktisch, weil dann hast du nämlich noch einen weiteren Platz. Also im Moment können die Zwerge ja bloß drei Sachen tragen und mit dem Rucksack können sie vier tragen. Gibt es auch noch einen besseren Rucksack. Aber das ist ja noch halt ein langer Weg. Ja, genau, dann brauchen wir erstmal nochmal ein Bett. Wo ist meine Falltür? Da ist sie. Oh, das ist irgendwie ein bisschen doof, das hier. Warte mal, dann machen wir mal hier. Dann machen wir mal das Bett hier. Ein Ferne-Blätterbett. So. Dann kann man nämlich hier mal noch ein bisschen erweitern. Warte mal. Halt, stopp. Oder kann man das nicht? Doch, kann man hier gleich hinsetzen. Nächsten. Kann man das hier hinsetzen? Nee, kann man nicht. Okay. So, dann packt man das Blätterbett. Warte, warum ist jetzt eigentlich das eine Blätterbett hingepackt hat? Ist das weggepackt worden? Nee, hat er hier hinten auf dem Rücken drauf. Naja, Mensch, das ist ja ein Schelm, ne? So, gut, dann packen wir da noch ein weiteres Bett hin. Ich würde hier eigentlich gerne mal so ein bisschen das Wasser weghaben. Ach, jetzt haben sie nichts zu tun. Warte mal. Machen wir mal so. Und so machen wir, dass wir das hier oben mal noch ein bisschen begradigen. So können die hier mal noch ein bisschen das wegmachen. In der Hoffnung, dass ich sozusagen dann nachher weiter runtergraben kann. Oh, shit. Ja, geht mal alle dahin. Greift die mal an. Ah, das ist schon ein bisschen laut, sag ich mal so, ne? Die Angriffe. Oha. Killt ihn mal hier, den scheiß Typen. Oh, was macht der denn hier? Der hat irgendwie Bock zu schwimmen anscheinend. Okay. Kann man damit auch nicht weiter abbauen. Ja, man kann hier nichts abbauen, weil die hier so. Naja, gut. Ich brauche ja hier noch so ein. Da ist er, so ein Totem. Den packen wir mal dahin. Dann haben wir jetzt nämlich unser erstes Haus, wo die schlafen können. Perfekt. So, Haus fertiggestellt. Ja, jetzt könnten die eigentlich gleich mal schlafen. Ja, genau, jetzt schlafen sie auch. Beim Schlafen regenerieren sie halt bloß Leben, ne? Das ist halt das Alter dran. 27% Komfort. Naja, gut. Gibt Schlimmeres. Bauen wir mal hier oben weiter ab, würde ich sagen.
Guck mal hier, der. Oh, der sieht aber grimmig aus. Er hat irgendwie Bock zu uns zu kommen, glaube ich. Da habe ich aber Glück, dass ich hier solche Mauer habe. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall nicht so gut, wenn der zu uns kommen würde. Aber guck mal, die sammeln sich hier so ein bisschen. Wo kommen die alle her? Was ist das denn hier eigentlich? Kommt die hier raus? Sieht irgendwie so ein bisschen so aus, ne? Wie so ein Altar irgendwie. Ja, diese komischen Viecher, die machen mir irgendwie immer noch ein bisschen Angst. Was die auch immer machen. Naja. Guck mal, hier sind überall welche. Holy shit. Ob sich hier die Preise auch verändern? Ich glaube, das sind feste Preise. Was ist das denn hier? Schwefel. Oh. Dieses Erz kenne ich noch. Oder dieses Material kenne ich noch gar nicht. Oha. Okay. Na gut. So, haben die nichts zu tun hier oder was? Man nämlich hier noch mal schön ein bisschen was abreißen und hier auch noch, dass ich das alles schön eben mache und noch ein paar Rohstoffe halt auch sammeln. So, perfekt, dann kann ich jetzt hier unten nämlich noch ein bisschen weiter bauen und kann noch mal ein paar Leitern machen, die irgendwie kann hier irgendwie nicht so viele machen, weil keine Bäume sind. Erst noch wachsen anscheinend. Guck mal, hier hinten haben wir noch ein paar Bäume. Ich glaube, die hole ich mir mal. Oh, warte mal, was denn hier? Buch des Tischlers. Ja, ein paar Bücher haben wir schon gesammelt. 3 Stück an der Zahl. Oh, hier ist noch eins. Wenn man gerade von den Büchern spricht hier. Ja, Buch des Schwimmers, naja, gut von mir aus. Ja, ja, die bauen hier kräftig ab. Sand ersetzen, bitte. Dankeschön. So. Tja. Kann man hier eigentlich auch noch mal ein bisschen weiter abbauen? So. Ja, als nächstes will ich auf jeden Fall versuchen, mal ein bisschen in den Untergrund zu kommen. Ja, aber ich muss erstmal versuchen, dieses doofe Wasser da rauszukriegen, denn nachher kann man auch Eimer sich craften. Ich kann ja mal gucken, wann die kommen. Dafür brauche ich aber erstmal auch Eisenerz. Da kommen Eimer, okay. Eimer kriege ich, wenn ich einen Holztisch crafte. Okay, kann ich nicht machen, weil ich kein Holz habe. Und es fängt wieder an zu regnen. Oh. Ey, das ganze Wasser, ne? Bitte nicht. Vor allem, warum regnet es nur auf dieser Stelle? Warum regnet es nur auf dieser Stelle? Tja, dann würde ich mal sagen, weil es nur auf dieser Stelle regnet, müssen wir da ja dann einen bestimmten Stuhl hinstellen oder so, ne? Der Regenstuhl. Ob die sich da auch aufsetzen? Wahrscheinlich nicht. Nee, warte mal, das machen wir nicht. Weil hier nämlich diese Monster sind. Ja gut, hier fällen sie nochmal schön ein bisschen. Man eigentlich mal so ein bisschen auffüllen und hier mal den ganzen Stein ersetzen. Bäm, Junge. Jetzt habe ich, glaube ich, schon jedes Buch einmal. Ne, nee, es gibt noch Buch des Schadens, gibt es, glaube ich, noch. Magier habe ich auch noch nicht. Okay. Bogenschütze. Nee, habe ich auch noch nicht. Klettern habe ich auch noch nicht. Okay, also es gibt also einige Bücher. Guck mal, die gibt es doch hier, glaube ich, auch zu kaufen, ne? Du. Anscheinend nicht. Oder irgendwo hinten. Na, guck mal, was war denn hier noch? Statue, okay. Na ja, gut, gibt es auf jeden Fall noch ein paar interessante Sachen, die man hier noch haben kann.
auch weg. Da ist gerade einer wieder aufgestiegen. Schwimmer. Ja, naja, gut. Okay, hier kommt wieder so ein fettes Vieh. Okay. Ja, nicht ganz so schön, sag ich mal so. Angriff. Ich brauche auf jeden Fall noch mal ein paar Blätterbetten. Warte mal, da hatte ich doch gerade. Da. Ja. Packen wir noch mal da eins hin. Weil wir haben ja 5 Zwerge und wir haben bloß 3 Betten, weil jeder Zwerg braucht nämlich ein Bett. Und jetzt haben wir 6 Zwerge. Jetzt hast du genug Zwerge, um Expeditionen aus... Okay. Verlasse... Okay. Kann man den angreifen? Okay. Okay, das ist nämlich auch neu für mich. Auf jeden Fall leuchtet es hier jetzt. Kann man da irgendwas machen? Nee. Ausrüstung? Kann ich jetzt was Neues craften? Auf jeden Fall interessant. Muss ich mich nochmal ein bisschen mit beschäftigen. Oh, was ist das denn hier für ein Vieh? Okay, es ist auf jeden Fall nicht bösartig, aber es läuft irgendwie ein bisschen komisch. Was hat. Wie es aussieht, Alter, wie es läuft. Oh. Ein bisschen runtergefallen, würde ich sagen. Okay, es macht auf jeden Fall Schaden und wir machen keinen Schaden. Okay. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was es droppt. Droppt bestimmt irgendwie Leder oder so. Und was hat es gedroppt? Leder. Leder und Fleisch, okay. Hier können wir noch mal ein bisschen was wegreißen. Wir haben auf jeden Fall neue Sachen. Knochen haben wir jetzt. Fleisch und Leder. Ja. Macht irgendwie Sinn, weil wir dieses Vieh gerade gekillt haben. Okay. Boah, die. Ich glaube, das sind schon ein bisschen mehr auf jeden Fall. Ja. Irgendwann müssen wir da mal einen hinschicken und dass die mal gekillt werden, würde ich sagen. Aber jetzt noch nicht. Wir brauchen ja noch mal ein bisschen Ausrüstung. Ah, von den Blätterbetten können wir da ja noch nichts weitermachen. Bisschen schade, aber ich werde mir auf jeden Fall hier noch mal alles ersetzen. Damit dort nämlich auch ein paar Bäume wachsen können. Bam, bam. Und das hier kann abgebaut werden. Das auch, bitte. So, hier haben wir noch mal ein paar Bäume, die wir fällen können. Okay, der Baum backt ein bisschen in den oberen Block mit rein. Naja, von mir aus. Oh. Naja gut, dann haben wir hier wenigstens wieder ein bisschen Sachen für unsere Betten. Kann auch abgebaut werden. Warum wächst hier eigentlich nichts? Oh nein, dieser Scheißregen kommt wieder. Überflutung. Wir wollten uns doch eigentlich ein paar Eimer machen. Wo sind wir denn da? Ja, da brauchen wir einen Tisch. Auf den Tischen kann man übrigens Nahrung dann nachher rauflegen, wenn das immer noch so ist wie damals. Bam. Bitte einmal installieren. Dankeschön. Auf jeden Fall will keiner jetzt. Ich wollte gerade sagen, keiner will den Tisch installieren. So, jetzt kann man dann nämlich kann man das Zombie-Gehirn drauflegen? Das wäre ein bisschen witzig. Ne, kann man nicht, okay. Habe ich überhaupt schon Nahrung? Ja. Bären kann man dann nämlich auflegen. Bam, 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 bam. Okay, gut, dann haben unsere Zwerge jetzt auch was zu essen. Gut, dann würde ich sagen, kann man ja mal wieder die Folge beenden. Und ja, sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.